Herzlich willkommen zur nächsten Folge zu Let's Play GTA Online. Ich begrüße zum einen den Momo. Hallo. Und zum anderen den Battle Jones. Jo, hallo meine lieben Freunde. Ja, wir holen uns jetzt hier ein paar Cargo Bobs und wollen damit ein bisschen Scheiße bauen. Uns ist gerade keiner gespawnt. Ist auf jeden Fall gut. Ja, wie gesagt, wir werden dann mit den Cargo Bobs vielleicht so ein bisschen Quatsch machen. Der Jones hat ja wieder angesprochen. Ich bin irgendwie glücklich, dass Jones wieder ein bisschen Zeit hier gefunden hat für uns, dass wir mit dem ein paar Folgen machen können. Und ja, wie gesagt, mit den Cargo Bobs werden wir dann andere Spieler mit Autos bombardieren. Das wäre zum Beispiel meine Idee. Ja, klar. Aber, Momo, wo fliegst du hin? Millibase. Okay. Ich muss mir eh nochmal einen Wegpunkt setzen, weil ich nicht weiß, wo der Flughafen ist. So, hier, genau. Alles klar, gut. Und dann besorgen wir uns mal ein paar Cargo-Bobs. Ja, Level 55 spawnen sie. Glücklicherweise hat der Battle Jones mir sein Moped hier liegen. Und das Ding hat was Besonderes. Nitro. Richtig nice. Bis auf den Preis, der könnte noch ein bisschen billiger sein, aber sonst... Da habe ich auch schon wieder einen Stern. Ach, du auch? Ey, ich finde die Nitro-Kacke ist richtig gut, ey. Ja. Aber es passiert mir voll häufig, dass ich gerade keine Sterne brauchen kann und plötzlich habe ich ein Auto von Senior. Da kriegt man ja immer zwei Sterne. Das ist richtig am Arsch. Wo fliegst du denn jetzt eigentlich hin, Momo? Ich hol mir mal einen Jet. Ah, cool. Oh, in der Ego-Perspektive sind ja auch extrem intensiv hier. Ich finde, das sieht richtig geil aus auf dem Motorrad. Das ist richtig krass, das ist das. Oh. Aber ja, schon zackig jetzt hier lang. Also. So. Kann ich mir einen holen? Wenn es funktioniert. Was hast du denn jetzt gemacht? Oh, ich wollte die Rampe nehmen, aber da oben war ja noch ein Auto. Scheiße. Voll gegen das Auto gefahren. Du musst dir unbedingt mal angucken bei mir. Das ist der absolute Wahnsinn. Nur Mist Scheiße. Im Kopf habe ich, ey. Nur Mist im Kopf. Aber dein Moped geht's gut. Ja, das ist schön. Oh gut, weiter geht's. Sonst muss ich's ja nicht zahlen. Wenn's kaputt geht. So, na gut. Aber jetzt nochmal mit Anlauf. Okay, das war zu viel. Platsch. Deinen nächsten Unfall gebaut. Okay, die Kiste ist wirklich nicht. Also Moped fahren ist so schön. Ich baue da nur Unfälle. Verdammt, wo muss ich jetzt hin? Warum bauen hier keine Helikopter, Mann? Ernsthaft? Ja, Jet. Ja, Jet ist so gut. Läuft. Peace. Ja. Ein Helikopter. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber GTA 4. Der wo schießen kann. Nicht der Bus hat, der andere. Boah! Ich hab ein doppelten Salto gemacht auf der Rampe und ich hab's überlebt. Cool. Ohne einen Unfall zu bauen, aber hier, also hier, ne? So, jetzt machen wir mal was richtig krasses. Nochmal richtig Anlauf und dann. Ich hab's aus einer anderen Perspektive. Autsch! Ja, so ganz funktioniert nicht so. Also mit der in der Außenperspektive funktioniert es besser mit Treffen. Nochmal Anlauf nehmen. Ja, Mann. Ey, ich werd beschossen. Beim Chat von Momo. Ah, der Momo hat's schon wieder auf mir abgesehen, ja. Niemals. Niemals. Nein, ich war's nicht. Nein. So, jetzt aber. Hui!
Oh. Irgendwann hat er getroffen. Du bist in meine Flügel reingeflogen. Nein. Nein. Meine Rotoren bist du reingeflogen. Oh, bitte nicht. Genau die Rotoren würde ich nicht treffen. Na gut. Nice. Ja, gut, ich hol dich ab. Nee, ich glaube, ich nehme ein Auto nochmal und springe über die Rampe. Sweet Jesus! Ups, sorry, Momo. War Absicht, gibst du? Nein. Warte. Ich werd beschossen hier von dem scheiß Flughafenpersonal. Seit wann haben die Automatik hier Räte da? Und seit wann spawnen keine Cargo-Buffs mehr? Das ist eine Kacke. Da ist der Momo. Was haben wir da? Oh, das ist ein Standflugzeug, das war. Auch zu scheiße. Du kannst aber gut fliegen. Irgendwer hat Kopfgeld. Bin das ich? Also, ich hab kein Kopfgeld, glaube ich. Ja, kannst du den mal umhauen? Der will nämlich aus. Achso. Doch, du hast 1000 Kopfgeld. Steht unten im Chat. Ein Kopfgeld von 1000. Der Schlag gegen ins Leere. Ach nee, ich hab Kopfgeld. Ach so. Gut. Dann könnt ihr mich gleich erledigen. Denn. Ja, meine Rotoren erledigen das für mich. Okay, wo bist du denn? Na, ich muss erstmal hier raus. Okay. Wow. Strom. Boah, shit. Krümmungsabriss. Ja, komm her, du. Und gibt's doch nicht. Ich schaff's nicht, dich zu treffen. Jetzt. Ist doch nicht. Wow, was war denn das? Kriegst du eigentlich Kopfgeld, wenn ich dich auch ramme? Keine Ahnung, aber gerade hat es dich zerschrotet. Ey, du bist nicht tot? Nee, aber mein Heli macht nicht mehr lange mit. Da habe ich kein Auto mehr. Egal, vielleicht kann ich meinen Motorrad liefern machen. Ja, kann ich. Schön. Oh shit. Alter, wenn ich jetzt gerade kein Glück hatte, ey. Ich probiere jetzt mal mit dem Motorrad auch diesen Sprung zu machen. Ich finde halt aus der Ego-Perspektive den Sprung zu machen ist fast unmöglich. Man sieht nicht mehr, wo oben und unten ist. Ist gar nichts mehr. Platsch! Und da war ich tot. So, ja, mit Cargo Bob sieht es jetzt gerade ganz schlecht aus, aber dafür haben wir mit dem Bullen ganz viel Spaß. Ja. Jetzt. Sehr schön, ja. Das Auto wird nur schon vorbeigebracht. Get to the chopper. Warum ist dann fehlgeschlagen? Ah, ein Cargo Bob ist gespawnt. Sehr schön. Da bin ich dabei. Nicht unbedingt jetzt den Cargo-Bob kaputt. Ah! Lass mal Haken runter. Was ist denn für einer? Oh! Da bist ja du! Du Scheiße! Tut mir leid! Na gut, dafür kriegst du jetzt die 1000. Und mit dem Auto Alter! Kaputt. Wäre ich jetzt in der Ego-Perspektive. Aber kannst du entlasten? Oh nein, nein. Den ich. Den ich. Du kriegst sogar dein Auto wieder. Aber die Bullen haben mich nervt. Wo ist denn jetzt mein Auto? Wie sieht denn das Auto aus? Das ist ja kein Auto mehr.
Au! Die Toten gehören mir. Tja, Jones, nee, Momo, da musst du dich ja mit Jones drum streiten, weil der hatte nämlich gerade die... Nee, der hat einen Cargo-Bob, den lasse ich. Okay, jetzt, wer will in den Auto einsteigen? Ja, warte, ich mach, ich komme gleich. Ich muss erstmal wieder rinkommen hier. Warte, ich probiere das nochmal. Aber... vielleicht geht es doch. Irgendwie hat meine Kiste, die ich jetzt gerade habe, einen Platten, aber ich glaube... kann ja nicht sein. Da habe ich gar nicht gegengeschossen, oder? Wie hier ist blöd. Nice, man kann Motorrad sogar nehmen. Ey, guck mal, ich habe mein Motorrad. So, aber da fast geschafft, ja. Oh, haben wir geschafft. Ich hab gerade mein Motorrad dran, Mann. Jetzt Jones? Ist mein Motorrad kaputt. Jones, was hast du gerade gemacht? Momo hat mich abgeschossen. Hat er nicht. Momo, du hast gerade mein persönliches Fahrzeug zerstört. Alter Momo, Scheiße. Komm schon! Scheiße. Ja, okay. Ich wollte den Heli mal ausprobieren. Ja, danke. Das ist, Hauptsache, du bist glücklich. Oh Mann. Du hast... Momo, du hast damit auch mein Fahrzeug zerstört und ich muss bezahlen. Ich hol euch ab. Ah ne, ich muss gar nicht bezahlen. Wo seid ihr? Hier draußen. Ja, gute Landung. Oh, mein Geisteszustand hat sich wahrscheinlich wieder geändert. Was denn du eigentlich? Amoklauf. Na cool. Das, was ich am besten kann. Natürlich funktioniert jetzt GTA 5 nicht mehr. Was? Echt? Hat es dich weggerafft? Ach du meine Güte. Oh, jetzt was muss ich wieder anmelden. Was für ein Wies-Trick. Hey, guck mal, das ist doch gut hier. Nein! Da, anmelden. Genau das Ding, was ich mir eigentlich kaufen wollte. Was wolltest du kaufen? Den Buzzard. Genau. Dann gucken wir mal, wie wir hier alles erwischen können. Kann ja direkt euch beitreten, oder? Geht das? Wir beitreten. Anfrage zum Spiel. Betritt wurde an Lorende gesendet. Muss ich jetzt da irgendwas annehmen? Yep. Oder ich weiß nicht. Kommen wahrscheinlich direkt in die Lobby rein. Eigentlich musst du nichts annehmen. Das nimmt von selber an. Ich wollte gerade sagen, deswegen. Ich schicke dir zwar eine Spielanfrage, aber es nimmt von selber an. Das macht Sinn. Oh man, die Kiste hier flackert aber rum hier. Kurz was getrunken. Jetzt kann es wieder losgehen nach Ewigkeiten. Wir haben immer noch kein Cargo Bob. Ey, warum bin ich jetzt im Starting-Modus? Ah, vielleicht noch. Ist ja nicht so einfach, ein Ding zu steuern, ey. Cargo Bob. Oder was? Ja, genau, der Cargo Bob. Den Bussard meine ich. Bussard? Ja, du. Geht so. Auf was hast du deine Fliegen-Skills? Auf echt schlecht bist gar nicht vorhanden. Ja, ich hab schon 100. Weit vor. Was bringt das eigentlich? Jemand vorhanden. Boah! Meine Güte. Kann das sein, dass ich höre mich immer doppelt irgendwie? Ja, das ist von Momo. Achso. Tut mir leid. Not so wild. Aber welches Auto nehme ich jetzt mit? Turismo, Cheetah, Wacker. Wie ist das mit dem Turismo?
Das ist cool. Seid ihr noch am Flughafen? Ja, wir sind noch am Flughafen und ich habe hier echt Probleme, das Ding zu steuern und dabei zu schießen. Meine Güte. Ich habe ein Flugzeug. Was für ein Flugzeug hast du? Stunt. Ey, wir können auch mal den Titan nehmen und versuchen, da Autos reinzufahren. Das geht doch gar nicht. Doch, man kann das hinten aufmachen. Echt? Ja. Cool. Oh, ist das schwer, das Ding zu steuern. Oh, meine Güte. Kasse, der ist was anrufe. Der Labe, der macht so viel. Weißt du? So, jetzt habe ich auch einen Heli. Weil leider keinen, mit dem man schießen kann. Oh, dann haben wir den jetzt. So, ich bin jetzt da. Am Flughafen. Lol. Flatsch. Gut, okay. Mit der Quatschfolge. Ganz ehrlich. So, gut. Jetzt kommen wir mal. Jetzt werden wir mal wieder sachlich. Hier steht ein schöner Cargo Bob. Ja, wir holen uns jetzt einen Cargo Bob so. Hey! Ruhe! Entschuldigung, das war natürlich jetzt nicht so schön. Hab gerade eine Frau geschlagen, aber zum Glück ist es ja bloß ein Spiel. Ja. Das ist die einzige Ausrede, die wir jetzt haben. Hol mal jemand den Titan von hinten. Ja. Warte, willst du jetzt den Cargo Bob mit dem Titan abschleppen? Wow, die schießen ja! Geht ja nicht. Ey, warte, ich hab mich gerade. Ah, verdammt, ey! Au! Und schon wieder bin ich tot. Erwin, nimm du mal kurz den Cargo Pop. Ja, geht gleich los. Geht sofort los. Momo, heb du noch nicht ab. Ich probiere noch was davon. Warte, ich lande hier. Ja, am besten weiter unten. Super. Ja, dann nehme ich jetzt den Cargo Pop und du willst jetzt was machen? Jetzt hol ein Auto und versuch hinten bei Momo reinzugehen. Oh, von hinten bei Momo rein? Mit Auto. Oh, du kannst aber hier. Oh, gehst du Bescheid? Gut, und ich springe jetzt irgendwelche Autos von ganz oben. Ja. Ich hab einen Teil. Ja. Sag mal, kann man auch Flugzeuge eigentlich damit abschleppen? Ich probier's einfach mal. Okay, jetzt bleib da stehen, wo du bist. Hier ist jetzt noch ein zweiter Cargo Bob, falls jemand den möchte. Jetzt gerade nicht. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, das musst du auftreten oder so. Ja. Yeah. Keine Ahnung, irgendwie ging das. Ja. Warte, hier, mehr an der Seite. Ich sehe nur, wie so irgendein Typ gegen ein Flugzeug tritt, Alter. Nein, das konnte man nur mal aufschießen an den Seiten hier. Gut. Kann man leider nicht. Oh, da ist ein Jet. Da ging das Ding. 14. Kann man dann nicht unten gegenschlagen? Irgendwie gegen. Komm schon. Ich will das scheiß Ding öffnen. Warte, ich fahr mal mit dem Auto dagegen. Leute, ganz ehrlich, das ist nicht so einfach mit dem Cargo Bob hier
irgendwas an der Angel zu kriegen. Und ich spiele mit Maus und Tastatur. Ja. Ach. Mit Controller geht's recht einfach. Ja. Oh, jetzt habe ich was. Ja, Momo, genau, helf mal, das irgendwie aufzumachen. Normal muss man da unten in die Kante schießen. Ging das auf. Oh, jetzt wird doch mal richtig gemein. Oh, ey, warum hab ich jetzt Cops? So. Schade, daneben. Ja, gut. Da ist was explodiert. Ich glaube nicht, dass es das Absicht war. Scheiße. Wir haben doch nur hinten gegengeschossen. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel, ey. Bist du nicht geschossen? Nein, ich stand ja weit weg. Na gut. Egal. So, jetzt haben wir es aber. Jawohl. Ja, es wird immer einfacher. Jetzt kommt ein Gegner. Er ist Tourismus, Mann. Warte. Ein Torno. Vielleicht können wir ja auch den Helikopter mit einem Auto bewerfen, sodass der Helikopter kaputt geht. Wir können Auto gegen Auto werfen. Oh, Mann. Geht da noch ein zweiter Kargobox? Ja. So, langsam müssen wir aber dann irgendwas machen hier, ne? Yep. Momo, steig in mein Auto ein. Ja, ich komm. Das ist ein Befehl. Ja. Ja, ich betreibe. What the fuck? So, ja, so kann man Unsinn machen. Bitte? So kann man auch Momo hochheben. Hey, ich werf dir zu, du fängst. Du was? Das geht doch gar nicht. Hey, du hast. Dafür sind die Bussards zu träge, die Cargo-Ops. Oh. Ist das eine Schwierigkeit hier, ey? Ich krieg die Krise. Leute? Ja. Nischt. Alles gut. Ist alles in bester Ordnung. Komm zur Hilfe. Spart euch die Kommentare. Oh. Oh, jetzt nimm mich mit. Oh mein Gott. Hast mich. Gut, alles klar. Da schießt jemand. Ja, das ist halt so ein Typ, der hat so gut. Der hat mein Ding kaputt gemacht. Nein, der hat ein Tor, Zertorno. Nein, klar. So. Nicht übers Wasser fallen lassen, bitte. Bin nicht mal auf die Idee gekommen. Na, besser ist. Also ganz ehrlich, schwanken ganz hin hier. Ich müsste ja nicht schon wieder kotzen. Oh nein, das ist nicht deine Idee. Gut.
Der killt fett. Ja, der hat dich jetzt getötet. Der Killfett. So ein Depp, ey. Ey, wo steht der denn? Hä, Mann, Alter, der hat doch überhaupt keine Aktion genossen. Von wo hat er geschossen? Keine Ahnung, auf jeden Fall konnte er mich erreichen. Können wir den jetzt mal zum Teufel jagen, bitte? Ah, da ist er. Der will den Cargo Bob haben. Will der? Der will deinen Cargo Bob haben. Oh ja, ich seh's. Wo ist der? Ja gut, er hat mich. Ich bin weg. Momo, wo ist denn der Typ? Der ist hier vor meinem Hangar. Okay. Ja, der hat mich gleich. Warte. Da ist ein Heli zum Schießen. Der hat wirklich einen scheiß Boom. Und ich hab kein Geld mehr, geil. Oh, was? Du hast kein Geld mehr? Ja, damit ich den töten kann. Ja, ich töte ihn jetzt. Wenn du kein Geld mehr hast, ist egal. Dann musst du nichts zahlen. Ja, ganz einfach. Du wärst eigentlich am besten, du musst ihn töten. Ja, meine Karre hängt schon mal fest. Da ist er. Oh. Alter, der hat mich jetzt schon wieder. Bin auch am überlegen, ob ich seine Kiste sprenge. Er hält mir so was voll auf den Sack. Okay, der ist nicht alleine. So, passt auf Friendly Fire auf. Nicht, dass wir uns gegenseitig hier killen, ja? Ja, ja. So, der ist tot. Sehr gut. Danke, Momo. Du bist ein Schatz. Wo ist mein Auto? Oh, nee. Da ist er. Oh! Oh! Verdammt! Verdammt! Dein Name wird mir immer so spät angezeigt. Ich dachte, der kommt jetzt ein Zivilauto entgegen. So, wer ist bitte da? Zurückfahren? Da ist der Killfeld. Gut, okay. Tschüss. Schön, dass du ihn getötet hast. Ja. Hä? Jemand hat mein Auto zerstört. Ey Mann, wo ist mein Auto? Mann. Oh, jetzt wollen wir. Warten wir noch auf Killfett? Lass mal jetzt Mission machen, ey. Ich hab kein Geld mehr. Ja, geht gleich los. Killfett muss ich nur noch mal schnell tillen. Das bin ich. Ja, ich sehe euch später. Alles klar. Bin Mitfahrer. Helft ihn zu töten. Gut. Rock'n'Roll. Markieren. Das ist er doch, oder? Wo ist der Spinner? Ja. Der ist im Flughafen. Du musst den Flughafen. Wow. Da ist er. Ja, den machen wir jetzt lang. Da. Ah, der hat einen Scheiß. Ah, jetzt er, oder? Ja, genau, Alter. Als ob. Hat er dich auch gleich durchlöchert? Ja, hat uns alle drei geholt auf einmal, ist klar, Mann. Aber der hat Leckerketen als Munition, ganz einfach. Toll, ich bin im Flughafen gespawnt und komm hier nicht mehr raus. Bleib drinne! Ah, hier ist ein Auto. Hol mir jetzt. Dann mach mal schnell die Tür auf hier vorne. Du musst ja bloß ranfahren. Ja. Du kannst auch darüber springen, wo Momo drüber springt. Echt? Wo ist denn der da? Da, wo du mit dem Auto drüber springst. Kannst du auch drüber. Ach, das laufen. Geht auch? Das geht auch? Okay. Jo. Boah, ah, jetzt tatsächlich. Jetzt sind hier zwei solche Kampfhubschrauber gespawnt. Geil. Schnell mal die Waffe wegstecken, weil die Bullen gucken schon blöde. Ach Mensch, mir fällt ja auch gerade auf, diejenigen, die meine Freunde sind ja mit so einem blauen Halbkreis hier kennzeichnet. Ja Mann, ey, hätte ich das gewusst. Oh nee, Momo, warte auf mich. Kommt mein direkt kaputt gemacht. Hä,
Ich habe ein Flugzeug gekillt und bekomme als Auszeichnung Höhenkoller. So, wollen wir mal gucken, wo der Sack ist. Oder ist er schon verschwunden? Keine Ahnung. Ich werde nur angeschossen und ich bin fast down. Hier ist der Sack. Wo? Ach, bei den, beim Pier. Guck nochmal, ob am zweiten Flughafen vielleicht noch ein ganzer Helikopter für mich da ist. Wenn ich schon am Arsch ist. So, jetzt kann's losgehen. Ich hab mein Scharfschützengewehr ausgepackt. Mann, ich brauch 2-3 Millionen, um mir diese Valkyrie zu kaufen. Ich seh ihn nicht, ich seh ihn nicht. Ach du Scheiße. Läuft! Da unten ist er. Jetzt. Läuft. Aber na gut. An dieser Stelle muss ich leider die Folge wieder beenden. Ist schon wieder 31. Minute. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall denn in der nächsten Folge wieder. Lasst euch gut gehen und dann geht's los mit den Heists. Haut rein! Ciao!